Hä? Hä? Ja, das habt ihr aber fein versteckt, du alter Schwede. Nicht schlecht. 8. Oktober 1990. Ich hatte heute ein Gespräch mit Vertretern der Schwarzen Hand, einem recht mysteriösen privaten Militärdienstleister. Die Suche nach neuen Geschäftspartnern und Forschungsgebieten fällt in mein Ressort. Allerdings konnte ich mich des Gefühls nicht erwehren, dass ihre Methoden und Ziele dem Ansehen der Eden Corporation schaden könnten, zumal sie keiner Regierungsaufsicht zu unterstehen scheinen. Daher musste ich ihr Angebot leider ablehnen. Ich glaube, das war ein Fehler. Ein ganz großer Fehler. So. Und nu? Ah, da unten. Jetzt. Okay, jetzt wird ein Schuh draus. Dahin. Da. Da, da. Exotische Waffen, Rebellenabwurf. Uiu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 
Vor allem, wie die MGs immer mitgehen, ne? Wie es wohl eigentlich nur 40 Knoten schnell fährt. Außer. Dann nehme. Boah, genau, das sind ja. Ah, stimmt, da komme ich hier raus. Jeeha! Wow! Tja, du kanntest die Risiken. No? Ups. Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Ja! Okay, ich hör auf. Oh, das hinkt ja schon. Boom! So. Was? Wo bin ich jetzt hingeblieben? Boing. So, ein bisschen vor. So, dann packen wir auf dem Standstreifen. Also hier so auf, ne? Hier so. Boing. So. Dann kann sich jemand damit beschäftigen, das Ding mal zu reparieren, hätte ich gesagt. So zumindest mein Vorschlag. Hatten wir nicht hier irgendwo Munition? Doch, da vorne. Ups, Entschuldigung. Entschuldigung, ich wollte eigentlich die Flasche, das war mein Fehler. Was passiert eigentlich, wenn ich dein Fuß mit ihrem? Ihrer. Bleib mal stehen. Hallo, hallo, halt, halt, halt. Achso, das hört jetzt auf. Ihre Brust verbind. Das war so nicht geplant. Nochmal. Bleib stehen. Brust. Und ihr euch dann zu BAM! Da gibt's voll den Kick in die Titte. Oh. Wäre aber nicht notwendig gewesen, mir das Gewehr liegen zu lassen. Also. Jetzt stopper. Was ich brauche, ist eine Waffe und ein Stuhl. Was? Und eine Flasche, um die Zeit totzuschlagen. Komm schon, Rico. Lass das! Alter, ich bin psychisch gestört. Auf damit, ja? Hey, krieg ich ein Autogramm? Oder einen Tandemsprung? Ich schieße ja einen Fuß. Jetzt ist er tot. Ich würde es toller finden, wenn die dann irgendwie nur verletzt werden. Nicht gleich sterben würden. Das finde ich immer so doof. Nee, es gibt so keine Munition mehr. Lang lebe ich. Huch. Sah aber geil aus. Weißt du, dann läufst du. Ups, das war so jetzt nicht ganz geplant. Leben wir noch? Ja, wir leben noch. Ich wollte eigentlich sagen, weißt du, da kommst du jetzt her, schießt dir da rein, dann läufst du und so lololol, wir sind nur die Helden. Wir können ja sogar im Spiel herkommen und das hier wegmachen. Ja. Mein Tee ist zu schwach. Wir brauchen mehrere davon. So. Komm, 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 komm. Tschü, tschü, tschü. Ach so, das löst sich dann auf. Ah ja. Sehr interessant. Beziehungsweise, wenn wir es gleich da oben machen, haben wir besser einen Hebeleffekt, ne? Dann reißt es ja besser Schluss. Voll gern. Und dann brennt es. Dann macht's BOOM! Schön, ne? BOOM! Das ist mein Job. Ach, boom! Gott, ich liebe die Knarre. Es tut mir so leid, dass ich gerade alles in die Luft jage, aber ich bin mir so teil des Ding. Ah! Hör auf jetzt, Boogie. Boogie! Na. Falscher Knopf! Entschuldigung. Ich wollte eigentlich gerade die Knarre einstecken. Guck mal, du kannst da hoch. Du bist ein. Hier. Du bist ein Vogel! Hä? Das war so aber nicht geplant. Du bist ein Vogel! Hui! Guck, er fliegt! Ups. Ich dachte. Lebt noch! Entschuldigung, jetzt gerade laut. Oh Scheiße, der klatscht da hoch und klatscht da runter und überlebt es.
Normal! Normal! Denn er ist ein Vogel! Wo ist er? Hä? Hä? Wo ist der? Hallo? Ich habe gerade eine Knarre fliegen gesehen. Hallo? Ja gut, dann nicht. Okay. Gut. Gut. Hab schon verstanden. Ja, ich mag das Spiel. Es ist schön, es ist groß. Wir haben viel Zeit damit verbracht. Ja, ja. Und da kann man so natürlich rumblödeln und so. Und ja, das Boot ist nun ein... Was? Das Boot ist nun ein Vogel. Hui. Oh, oh. Das ist zu weit weg, ne? Das kann man nicht kaputt machen, oder? Nö, dreht sich nur. Doch, es geht kaputt. So, der Raubzug beginnt. Fangen wir mal an. Texas, sei unsere Augen und Ohren. Zapf den Funk der schwarzen Hand an. Wir brauchen Infos, damit Rodriguez immer einen Schritt voraus ist. Luch, du kümmerst dich um die Boote. Sieh zu, dass wir alle rein und unversehrt wieder rauskommen. Ich leite diese Operation. Und Rodriguez, du bist auf dich gestellt. Wir tun, was wir können, aber wenn du da drin stirbst, war's das. Nur damit das klar ist. Ich schleich mich rein, schalte den verdammten Modulator ab, schnapp mir den Eden Spark und verschwinde. Sobald das Blitzding aus ist, werden Sheldon, Luch und ich die Bavarium-Geräte holen. Danach springen wir ins Boot, fahren hierher, freuen uns und teilen die Beute. Ich muss euch vermutlich nicht sagen, dass wir nur einen Versuch haben. Wenn einer von uns pfuscht, war's das. Wissen alle, was sie zu tun haben? Ich weiß zwar nicht, wer dich zur Chefin ernannt hat, Stockholm. Aber ja, ziehen wir's durch. Das klappt nie im Leben. Egal, was soll's. Okay, Uhrenvergleich. Wir treffen uns hier um 2200. Der Raub des Jahrhunderts. 2200? Was ist denn für eine Uhrzeit? 22:10 Uhr abends, war wie spät. Oh, Sauerstoffmangel hier wieder drin. Ich muss ja lüften gleich. Bin gespannt, was uns erwartet. Wir sind aber ja, okay, mit der Knarre ein bisschen überpowered. Was? Ich soll mit dem? Ach du Scheiße. Ach, das ist glaube ich ein Tarnboot, ne? Hier Stachelrochen. Wir haben sie jetzt auf dem Radar. Bitte identifizieren Sie sich. Leute? Sag ihnen, du hast eine Lieferung für sie. Code Fuchs hier. Das hab ich mal aufgeschnappt. Hier, trojanisches Seepferd. Ich habe eine Lieferung. Code Fuchs hier. Bitte Erlaubnis an Stachelrochen anzulegen. Roger. Trojanisches Seepferd. Code Fuchs hier bestätigt. Bitte legen Sie an Dock 1 an. Tausend Dank für diese Lieferung. Ich kann langsam keine Laborberichte mehr sehen, aber eine andere Lektüre gibt's hier nicht. Keine Sorge, heute wird euch sicher nicht langweilig. Ja, allerdings. Wieso Warnung? Luch, der Generator ist explodiert. Ist das in Russland ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Hä? Hier, Luch, kein gutes Zeichen. Gar nicht gut. Verdammt! Das hat ja weh. Rico! Rico, bist du okay? Ja, ja. Ich hoffe für dich, dass er nicht wegen deiner dämlichen Aktion ins Gras gebissen hat. Ich bin okay. Aber so viel zu unserem Plan. Ja, Plan im Arsch. Dann machen wir weiter mit Plan B. Es gibt einen Moonpool ganz in deiner Nähe. Schwimm unter die Basis vor dir, dann findest du ihn. Ein Moonpool, okay. Ucha, war ein bisschen schnell. War so nicht ganz geplant. Ich bin drin. Ist ein ziemliches Chaos hier. Die Katastrophe hat ganze Arbeit geleistet. Vergiss die Sicherheitscodes nicht, die wir diesem schwarze Handoffizier geklaut haben, Kleiner. Die müssten alle Türen in der Anlage öffnen. Aha.
Ich bin gerade noch ein paar Sachen hier interessiert. Ich will mich ein bisschen umgucken. Sieht cool aus. Bin ich jeden Tag hier drin. Was hat's hier oben eigentlich? Oh. Die Sicherheitscodes eingeben. Okay. Ah. Können wir hier irgendwas spielen? Siehst du, da steht irgendwas drauf? Nee, ist nur eine Windows-Fehlermeldung. Okay. Gut, dann halt nicht. Ansonsten, was steht da drauf? Bradian Percent? Okay, keine Ahnung, was das ist. Und da haben wir das, ein paar gelbe Kanister. Was ist da? Dormitorio Parallel. Was zur Hölle haben die für eine komische Sprache? Geht das kaputt? Oh ja, geht kaputt. Ah, guck mal, Rettungsboote. Schön. Gefällt mir. Ah, guck mal. Band von Eden. Alter, willst du mich verarschen? Die Tür hier scheint kaputt zu sein. Ja, merke ich auch. Geht das auch kaputt? Das geht auch kaputt. Okay. Scheint kaputt zu sein. Okay. Scheint kaputt zu sein. Aha. Scheint kaputt zu sein. Ah ja. Hm, geht aber nicht noch mehr kaputt. Schade. Hätte mich jetzt gefreut. Dass sie nichts mitkriegen, ist normal. Wieder raus. Oh, muss man nachher holen. Na gut. So, hab erreicht. Ist überhaupt jemand drin? Immerhin ist unsere Tarnung nicht aufgeflogen. Deshalb war es ja ein guter Plan. Bla bla. Kann ich jetzt hier weitermachen? Danke. Hopp, aufheben. Dankeschön. Ja, wo waren das jetzt wieder? Statistiken, Sammelobjekte, alte Gräber, tollkühne Sprünge, wo war das? Jetzt suche ich was im Finstern. Mich nur beenden, Spiel fortsetzen. Jetzt war doch. Wir konnten doch irgendwo die blöden Dinger wieder abhören. Unter Mods war das definitiv nicht. Oh, was haben wir da noch Feines? Bavarium Seeräuber. Meist Bavarium Seeräuber, also mal reinzuschalten. Ui, was macht das Ding? Macht viel, aber. Bestenliste, das war's nicht. Statistiken. Nö, hier wird das jetzt nicht aufgelöst. Das finde ich jetzt auch mega scheiße. Ich wollte es anhören. Nein, nein. Ich bin du rufst nicht deine Freunde. So. Nein! Ah, geh's einmal schneller mit dem scheiß Bandofeber. Jetzt kommen noch mehr Freaks. Wegen wir jetzt den Sound gerade verrissen, kann das sein? Ja, da drüben ist er. Jetzt mach mal auf. Hopp. Ist es die Tür oder? Stirb du mal ganz dezent. Wo kommt der denn bitte her? Hä? Da drüben muss ich hin, aber hier kann ich bleiben. Okay, gut. Finde ich in Ordnung, weil da kommen wir da drüben jetzt nicht uns das Bändchen noch holen, ne? Ja, genau, der ist von der anderen Seite, wo ich rangehen kann. Genau. Ich finde es gerade nur doof, dass wir es nicht anhören können.
Soundtechnisch passt irgendwie alles. Merkwürdig, meine Kinder, merkwürdig. So, also ein bisschen... Ah ja, da haben sie noch ein bisschen Sache für uns. Können wir das Ding eigentlich nicht abbauen? Nee, ich finde es schade, weil ich war echt der Meinung, man könnte das Ganze abbauen. Aber dann geht es leider doch nicht. Das finde ich jetzt schade. Och. Oh, dreht war. Tülle, 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 da. Und wahrscheinlich wird da oben noch eins sein. Denn die Bänder möchte ich haben. Dein Boogie hat sonst nichts Besseres vor. Hier komme ich nicht weiter. No. Ist voll gemein. Ach, Spiel. Naja, dann hacken wir mal einen PC. Aber hier haben sie schön viel Kabel. Das können wir verkaufen an den Schrotthändler. Würde echt bestimmt gutes Geld geben. So, hier ist nix. Hier. Ist es irgendwie merkwürdig? Hier passt irgendwas nicht. Ah ja, tolle verschobene Perspektive. Hier ist echt... Schöne Scheiße. So könnte man es natürlich auch sagen, aber ja. Vielleicht braucht diese Tür nur einen Schubs. Ja. Hängt ja Kopf über auf. Ist okay. Warte mal, war hier da nicht noch irgendwo was? Ist so aufploppt. Hier ist eine Scheibe? So, ich muss dann von da rein und da einmal außenrum. Ah, kapiert. Ah ja. Aber hier ist nicht noch zufällig irgendwas, ne? Das sieht nicht gut aus. Sollte ich besser abschalten? Ja, so können wir es auch nennen, wenn wir es kaputt machen, wenn wir es abschalten. Okay, gut, von mir aus. Signal wird schwächer, Reservoirstrom wiederherstellen. So, nochmal. Versorgung reaktiviert. Alle Systeme sind wieder online und stabil. Und in Sonderweise ist ein Gegner da. Hier ist irgendwer. Möglicher Eindringling in Sektor. Gehe der Sache nach. Da! Der Agent ist hier. Da komme ich jetzt raus. Hallo. Macht mir jemand mal die Tür auf? Ah, geht doch. Ups. Jetzt aber. Hä, wo ist denn der? Wo ist der andere? Check ihn nicht. Habt ihr schön geputzelt, ne? Außerdem muss eine Knarre. Ah, da liegt sie ja. Perfekt, Munition. Sehr schön. Achso, ich habe gesagt, muss da lange gehen rein. Ah, ne, komm mal aufladen. Bin getroffen. Ja, ich weiß, dass du getroffen bist, mein Freund. Ah, es wird wärmer. So. Wo kommst du denn her, Mann? Kannst du mal hart am Arsch, echt? War die Signal jetzt? Ja, das war verpeilt. Ja, okay, das ist das. Das will ich jetzt nicht. Gab's hier nicht noch irgendwo eins? Hacken wir mal kurz das Teil hier. Ah, guck mal, da war das andere nämlich. So.
Noch 6 Stück. Ich glaube, das sind welche noch draußen. Die haben wir schon verpeilt. So, da ist nachgeladen. Da nehmen wir gleich noch ein bisschen Munition auf. Hab überall die gleiche PNG-Datei drauf. Na, Server. Allgemeiner Mega-Server-Absturz. Und du bist schuld, Peter PC. Tschüss. Ach da. Kommen die von da hinten oder was? Ach, das spawnt man einfach. Ah ja, ist okay, klar. Mach ich auch immer. Einfach so ganz random spawnen. Über uns auf jeden Fall war das ein Symbol. Wir müssen dahin, ich will aber da lang, aber hier gibt's nichts, oder? Die nee. Tür hier scheint kaputt zu sein. Ah! Nee, hier gibt's nichts, schade. Dann müssen wir hoch. Wann ist mit der Tür? Auch nix. Bereich gesperrt, kein Zugang. Echt? Okay, dann geh halt weiter hoch. Kommen wir bestimmt auch noch irgendwann hin. Demnächst. Auch in ihrem Fach mal. Guck mal! Ja, Hecken! Das können wir so gut. Hecke, Hecke, Hecke. Hecke, Hecke, Hecke. Zack. Ah, hier bin ich wohl richtig. Lebt unten noch was? Okay, ich habe die Hauptkammer gefunden. Das ist ein großer Moment, Rodriguez. Siehst du, wo das Herz dieses Turms ist? Nö. Ja, das ist dank der Blitze und Leichen ja nicht zu verfehlen. Such jetzt ein Bedienfeld und steck die Eden-Datenmodule aus den Satellitenstationen ein. Wenn alles nach Plan läuft, müssten sie die Security deaktivieren und die Blitzwaffe abschalten. Ah, okay. So. Einmal. Zweimal. So, dann aktivieren wir das mal. Oder war hier vielleicht noch irgendwas? Oh, da drüben haben wir noch Spielzeug. Wartet. Aktivieren, aktivieren. Achso, ich muss die beide aktivieren. Achso, was ist da oben? Waffen? Waffen. Wir holen uns erstmal Waffen. Ah, ich habe das blöde Gefühl, da brauchen wir noch einiges. Lal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 a, das ist mal hochgekommen, schalala. Achso, da ist wohl so ein Glas davor, warte. Ja. Wird wärmer. Da kann ich nichts machen. Was ist das blöde Ding? Halt, 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 warte. Muss ich vielleicht eins tiefer? Hm. Alter, du siehst auch ziemlich zerbrutzelt aus. Geh mal da weg. Frisch. Ist ja widerlich. So. Wir sehen echt nicht mal gut aus. Ich glaube, hier ist radioaktive Strahlung extrem hoch. Ich weiß nicht, wo das ist, das blinge Ding. Naja, aktivieren wir erstmal das. Blub! Okay, Sparky. Und nu? Boah, sieht das geil aus. Das war's. Da ist er endlich. Der Eden Spark. Läuft hier gerade alles voll mit Wasser oder täuscht mich das nur? Eden Spark. Juhu, neue Waffe. Es wird Zeit, draußen rauszufinden, was das Ding kann. Draußen? Warum müssen wir dafür rausgehen, Rico? Gute Neuigkeiten. Ich bin jetzt stolzer Besitzer des einzigen Eden Spark. Verstanden, Rodriguez. Wir sind schon unterwegs zu den Zielen. Okay, wir treffen uns draußen. Wir müssen hier schleunigst weg. Gute Arbeit, Rico. Jetzt sind wir dran. Dann machen wir die Tür auf. Du hast den Weg geebnet. Wir holen die Beute. Gehen wir. Ja, jetzt müssen wir nur wissen, wie ich da rauskomme. Ah, da ist ein PC. Ach so, ja, und das hätten wir ja auch früher auch sagen können.
So, dann hacken wir uns mal wieder ein bisschen. Hallo, ich heute Crashkurs mit Rico Rodriguez, wie ich einen PC hacken. Wir haben gehackt. Ja, wie habt ihr das getan? Haben Sie nicht zugeguckt? Doch, ging aber zu schnell. Tja, nicht mein Problem. Geht eigentlich das, was ich denke, was geht? Aufladen. Instabilität! Sperrgebiet. Freigabestufe 5 erforderlich. Fick dich! Nicht kaputt. Was haben wir hier? Papier, was rumfliegt, ein bisschen Müll. Ich will das aber nicht erreichen. Ach man, das ist was, das durchspielen, dann kann man suchen. Das ist ja scheiße. Mann, wir haben so viele tolle Sachen zu erledigen. Die Bänder zu finden, alles mal chronologisch anzuhören. Das war schon schön. Operation Beute schnappen und verschwinden läuft. Rico, du stehst Schmiere und hältst dich bereit. Sheldon, Luch, wir kümmern uns um das Bavarium. Ja? Wohin? Moskau, Stockholm, Houston, wir haben ein Problem. Ein großes Problem. Was denkst du, wie haben die uns gefunden? Rodriguez, wir brauchen hier mal deine Hilfe. Gib uns Deckung. Ja, wo bist du denn? Keine Sorge, ich bin bei euch, schwarze Hand. Das ist Sparky. Ach so, ich hab ja mein Dings gar nicht mehr. Ja, das müssen wir tatsächlich noch ergreifen. Wie sieht's bei euch aus, Leute? Ganz ruhig, Prinzessin. Ich hab hier ein Problem mit dieser verdammten Tür. Hier, Luch. Ich bringe die Kisten schon auf das Boot. Ich rede nicht so viel. Heilige Scheiße. Das ist aber eine Menge Bavarium. Ich stelle es einfach hier. Ups. Verdammt. Na, komm mal her, mein Freund. Okay, das zieh ich dir von deinem Anteil ab. So, jetzt komm mal her. Mit uns. Gut, beeilt euch, verschwinden wir. Muss ich jetzt irgendwie schützen oder wie ist das? Ich glaube, ich muss hier für alle ausmerzen, ne? Also das Gefühl. So, jetzt kann der Kollege hier dran. Herr Luch. Bin fertig. Komme jetzt zu dir, Annika. Was ist da drüben noch? Noch ein Boot. Krieg mal Blatt. So, und zack. Hier, Luch. Willst du gerade immer mehr? Soll ich das nur? Können wir auf dich zählen, Rico? Ja, in Arbeit. Ich halte euch den Rücken frei, Leute. Attacke. Ich bin hier fast fertig. Ja, dann mach mal. Ich hier auch. Eliminier gerade. Irgendwie treffe ich mit dem MG nicht, weil es glaube doch zu arg streut auf Distanz. Lalala. Hallo? Könnt ihr auch mal sterben? Was soll denn der Scheiß? Was ist ein Kugelhagel? Da stirbt schon allein schon ein Fragment in diesen Boden einreißt. Also jetzt? Das Spielzeug testen wir gleich noch, aber das ist jetzt gerade aktuell ein bisschen unpraktisch. Das ist so ein Heli weitaus besser. Ah ja, kann schon sagen, jetzt aber. Scheiße, Rico, wir werden beschossen. Mach irgendwas. Wo denn? Ja, ich bin schon dabei. Boom. Es ist gut, dass ihr auch so aufeinander hakt, wenn ihr da gleich beide explosionell habt und sterbt. Warte, muss ich kurz selber mich selber kümmern. Ich bin nicht angeschossen. Na, kommt der, meine Freunde. Okay, wir drehen uns zu schnell. Ihr habt recht. So ein bisschen stillstehen, gegenseitig auf das Ziel. Na, er mit dir.
Nein, Rico, da gehen wir rein in den Helikopter. Wir warten nicht, bis der... Herr Rodriguez, wenn das jetzt scheitert wegen Ihnen, ich sag's doch. So. Na, 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 na. Die Dörfer aber ziemlich gute Pisser. So, noch irgendwo? Es kann losgehen. Verschwinden wir von hier. Ja, was seid ihr überhaupt? Verstanden. Geht schon mal voraus. Ich sichere euch. Kontrollpunkt erreichen. Okay. Ja, der Heli hört sich nicht mehr so ganz gut an, muss ich ja mal gesagt haben. Ah, okay, da ins Boot rein. Okay, gut, das kriege ich hin. Ich hoffe nur, dass jetzt gleich hier nichts Schlimmes passiert. Huch! Alles okay, bin aufs Gesicht gefallen. Uiu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 i. Wir haben es geschafft, Leute! Tragbare Bavarium-Schilde für alle! Wo bleibt der Shampoos? Ja! Da Sheldon, da ist die andere dann okay. Da vorne haben wir schon den ersten Freund. Sollte ein bisschen bei euch in der Nähe bleiben, oder? Annika, du hast ein paar Kollegen hinter dir, ne? Ich würde es nur mal angemerkt haben. Aber ist okay. Wie lange müssen wir den Spaß jetzt durchziehen mit der Eskorte? Weil da vorne ist auch nochmal was. Wobei, warte mal, wenn die nicht angreifen, müssen wir näher, okay. Außerdem die Möglichkeit, die vorher natürlich zu zerbomben, das ist natürlich auch alternativ optimal. Mein Fehler, sorry. Schalten lebt. So. Das Boot ist okay, da ist nix, da ist nix. Warte, warte, da kommen jede Menge Helikopter und Boote. Die schicken ihre gesamte Flotte. Du hast es vermasselt, Sheldon. Ah, super. Sagtest du nicht, sie sind auf dem Weg nach Südamerika oder so? Du Pfeife! Das waren sie auch. Woher hätte ich das wissen sollen? Scheiße, was machen wir? Okay, das down. Hier, Luke. Keine Sorge. Ich habe einen Ersatzplan. Ich wusste, Plan A, B und C würden scheitern. Hier, Luch. Ich habe die Rebellenflotte gerufen. Alles wird gut. Und Luch rettet uns den Arsch. Wer hätte das gedacht? Ich regel das hier mit den Rebellen. Bringt ihr das Bavarium in Sicherheit? Hier fliegen sicher gleich die Fetzen. Leute, warum haut ihr ab? Bis bald. Seid ihr behindert? Da vorne ist ein Helikopter. Meine Fresse, du, ich raste aus. Fahrt nirgendwo hin, außer nach unten. Den kriegen wir auf den Schirm, kriegen wir auf den Schirm, kriegen wir auf den Schirm. Hopp, 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 hopp. Hallo? Könnt ihr den mal runterholen? Ach so, das ist Rico, oder die Sound 20. So, was geht denn jetzt? Alter. Achso, das ist überhitzt, okay. Fuck. Oh Leute, ich hab gewusst, es wird noch richtig, richtig widerlich. Lieber pacen wir nach vorne und haben dann noch ein bisschen Luft für die anderen, ne? Anstatt wir warten, bis die kommen. Wobei wir schon ziemlich im Arsch sind.
Damit habt ihr nicht gerechnet, was? Überhitzt, so. Oh, ich muss auch ein bisschen auf mich aufpassen, sehe ich gerade. So, komm her, mein Dicker. Ja, mit dem Boot ist es relativ entspannt, muss ich sagen. Mr. Texas, Miss Schweden und Mr. Wodka, hier ist Mr. Medici. Wir haben's geschafft. Zwischen der Luchador, Sparky und all den Rebellen haben wir es echt gerockt. Wir sind auf dem Dach. Ich denke, wir sind in Sicherheit. Wir mussten uns allerdings von den anderen trennen. Okay, Leute, wir treffen uns alle an der vereinbarten Stelle. Hey, du Arsch, hast mein Schiff gedreht. Nimm's mit. Du bist ein Pisser. Zum Glück hat's aber gerade noch gepasst, du. Ich raste aus. Okay, Raketenstart, Leute. Hui! Bleib doch enge! Oh, Rico, du smog manchmal. Echt, ich hasse dich. Hallo. Puh, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir können allerdings jetzt eins machen. Ich hoffe, das klappt in der Luft. Rebellenabwurf. Holen wir uns mal kurz unser Seefahrzeug, unser Luchador anfordern. Wo sie sind? Dahin. Ich hoffe, das klappt. Ich habe gar nicht mehr aufgepasst, wo die überhaupt sind, ne? Wir sind nur nachher gekommen und, du Mongo. Ach, Rico. Na, hopp. Rein jetzt in das Boot. Hopp. Hallo. Ja, ey, Alter, hör auf mich zu... Du kleiner Drecksack. Hör auf damit. Echt, so ein Hund. Mit dem Teamtreffen da vorne. Ja, Leute, wir haben es geschafft. Pünktlich zum Sonnenuntergang natürlich. Mega. Aber ey, ohne das Boot du noch ein schönes Feuerwerk abfeuern. Sehr gerne, Mann. Ich denke, das war jetzt... Just Cause 3 mit dem letzten DLC, Seahawk hieß es, glaube ich, hat mega Fun gemacht, sehr sehr cool, sehr sehr geil, doch, hat mich gefreut, dass ihr so zahlreich immer mit dabei wart, mitkommentiert habt, mitgeschrieben habt, sehr cool, hat mich gefreut, habe ich gerade schon zweimal doppelt wiederholt, egal. hat auch mega Spaß gemacht, das Spiel, ich freue mich schon, wenn mal ein vierter Teil davon rauskommt. Das Einzige, was ich nicht ganz so geil fand, war das Mac-DLC. Das war doch ein bisschen arg zu pervers. Vom Schwierigkeitsgrad her, weil du konntest dich eigentlich nirgends auf der Insel bewegen, ohne zerballert zu werden. Also blieb dir nicht die großartige Wahl, außer alles aus der Luft rauszumachen. Seahawk hat mal jetzt einen schönen Vorteil. Wir hatten dieses mega geile Boot. Ich nenne es Thunder. Ich nenne es einfach nur Thunder, genau wie die Serie, die Kobe gespielt hat. Thunder in Paradise. Du willst doch mal nachschauen. Ist natürlich schon ein paar Jährchen älter, ne? Aber es ist gute Ding, da. Mega geiles Boot, Alter. Ich habe das so hart gefeiert damals. Es war cool. Ja. Es gibt zu sagen, ja, sieht alles schön aus hier. Wir nehmen ja jetzt zum Glück mit der TI auf, die das Ganze schön und eine schöne Grafik bringt und das Ganze schön rüberbringt, vor allem auch. Und ja, jetzt fahren wir noch dahin. Wir werden die Mission abgeben. Ich denke, das wird es dann auch gewesen sein fürs Boot und das Ganze. Ja, und somit sind das jetzt auch die letzten paar Minuten, die wir in Just Cause 3 miteinander verbringen werden. Auch die letzten gehe ich mal davon aus, denn meines Wissens nach ist es nicht weiter geplant, noch ein DLC rauszubringen. Der war jetzt Air, Land und zum Schluss Sea. Was ich sagen muss, Sea hat sehr viel rausgerissen, was Land ein bisschen kaputt gemacht hat, muss ich sagen. Nee, da will ich jetzt sowieso nicht hin. Ich bin schon mit dem Boot dahin. Müssen wir noch einmal um die Insel rum. Mann, nee, das ist der Treffpunkt. Ach so, ups, mein Fehler.
Nein, 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 nicht drauf schießen, nicht drauf schießen. Ist genug kaputt. Gute Arbeit. Gut gemacht. Toller Plan, Annika. Ist auch nur was, dreimal aus dem Ruder gelaufen? Wo ist Sheldon? Ach, dem geht's gut. Hat gesagt, er verspätet sich. Er ist mit seinem Anteil schon unterwegs. Warten wir nicht auf ihn. Bringen wir es hinter uns. Wie gesagt, wir teilen durch drei. Rodriguez, sicher, dass du nichts willst? Nein, schon okay. Ihr braucht das Zeug dringender als ich. Tragbare Bavariumschilde. Massenproduziert. Und stabiles Bavarium-Isotop. Die Rebellen von Medici werden begeistert sein. Hat Sheldon geklaut. 100 Was zum Teufel, das ist alles? Ich dachte, da wären hunderte davon drin. Oh, seht mal her. Hier liegt ein Zettel. Tut mir leid, Freunde. Befehl der Agency. Wir können nicht zulassen, dass Hinz und Kunz Bavarium-Schilde bekommen. Wie auch immer. Ich bin sicher, ihr versteht das. Und wisst, dass mir diese Entscheidung wirklich nicht leicht gefallen ist. Herzliche Grüße, euer Freund Tom Sheldon. Respekt, Texas. Du verdammter Scheißkerl. So ein Arsch. Hey, ich tue, was ich am besten kann und wahre die Interessen von Uncle Sam. So wie du böse Jungs erledigst und Zivilisten beschützt. So ist es. Und wenn nicht, sollten wir beide was anderes machen. Ich kann aber leider nichts anderes. Ich auch nicht. Ich will auch gar nichts anderes machen. Ich auch nicht. Weißt du, Sheldon, wir sitzen hier wie zwei ganz normale Typen. Eins sag ich dir. Wenn du mich so aufs Kreuz legst wie die anderen, bin ich fertig mit dir. Heißt nichts Gutes. Vom Blitz getroffen, halte Maus 1. Je länger der Blitz seinen Feind trifft, desto mehr Schaden richtet er an. Ja, schlussfolgernd. Das wurde trotzdem noch so geil. Mission abgeschlossen. Der Raubzug beginnt. Boat Invaders. Neue Herausforderung freigeschalten. So, wir gucken auch kurz noch vor. Natürlich sicherheitshalber auf der Map nach. Nicht, dass wir hier irgendwas haben, was wir nicht... Nein, Leute. Nein, nein, nein. Das war es. Sehr geehrte Herren. Das war Just Cause 3 mit all seinen DLCs. Air, Land and Sea. Es war mir eine Ehre, mit ihnen gespielt haben zu dürfen. Wir hören, sehen uns im nächsten Abenteuer auf jeden Fall wieder. Das Like, Teilen, Kommentieren, Abonnieren nicht vergessen. Und ich bin mir sicher, das wird nicht die letzte Geschichte von Rico Rodriguez gewesen sein. In diesem Sinne, auf Wiedersehen. Tschüss.